Grüße Leute und willkommen bei Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Ich werde mich heute nur mit Bowser's Fury beschäftigen, weil das Spiel habe ich schon mal komplett auf der Wii U durchgespielt und das ist für mich komplett unbekannt. Bowser's Fury Road will ich immer sagen, wie der Film wie Mad Max, weil Fury klingt immer so ein bisschen verloren alleine, aber Fury Road klingt schon wieder geil. Aber völlig geil. Eigentlich wollte ich mir das Spiel gar nicht kaufen, weil ich es für die Wii U noch habe, aber ein gewisser Zufall hat dazu beigetragen, dass ich doch bekommen habe. Dazu möchte ich zwei Personen danken. Also erstmal die Vornamen. Der eine heißt Jeff, der andere Max. Jetzt die Nachnamen, Bezos und der andere Schmutzbrust. Ein kleiner Hinweis, derjenige, den ich meine, der wird wissen, wer gemeint ist. Ist aber nicht so schlimm. Ja, es gab einen kleinen Fehler und ich bin an dieses Spiel gekommen. Durch einen Kumpel, den ich dann noch einen kleinen Obolus dafür gegeben habe, dass er es mir einfach so überlassen wollte. Fand ich mega geil. Jetzt habe ich so kein Zocken. Und mir fällt auf, für ein Mario-Game sind die Ladezeiten jetzt gerade schon wieder, also wirklich mal lang. Wow. Normalerweise müsste ich drücken, dann müsste gleich losgehen. Wahrscheinlich hat die Switch noch einen Spielstand angelegt und sonst noch was. Ihr kennt das ja manchmal. Manchmal brauchen die Spiele beim ersten Installieren noch ein bisschen was. Yay! Durch die gut, guten, wunderschön gemähten Wiesen von Hyrule wollte ich gerade sagen. Nein, vom Pilzkönigreich durch Gegend laufen. Das ist Mario sein Hobby. bis er Ölspuren auf der Straße sieht. Nein, wir wissen natürlich alle, was passiert. Und Mario, du hast es doch schon mal vor ein paar Jahren. 2002 war es, glaube ich, Super Mario Sunshine. Dann weißt du doch, dass ein großes M-Logo nicht gut für dich ist und geh da einfach nicht dahin. Das Mario, das musst du wissen, du hast dein Abenteuer schon mal erlebt gehabt. Wir werden jetzt in die besondere Welt reingeholt. Ich muss sagen, mir gefällt der Stil dieser Welt. Ich habe mir schon mal so ein bisschen was davon angeguckt, also nicht ein Spiel reingespielt, nur mal so ein kleines Trailer-Video gesehen. Gefällt mir ein bisschen besser. Es ist eine Fusion, finde ich. Oh, erstmal ein bisschen klarkommen, ne? Umsehen und so weiter. Es ist eine Fusion aus Super Mario Odyssey vom Grafikstil her, das so ein bisschen düster und realistischer gehalten wird, aber auch der guten alten Mario-Teile. Und ich fand diesen Stil, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Odyssey ein bisschen zu krass. Ein bisschen zu krass realistisch. Deswegen gefällt mir das alles so ein bisschen besser, wo es nur so einen kleinen Einblick davon hat. Okay. Ja, ich muss erstmal der Steuer erstmal klarkommen. Wir können rennen, wir können springen. Also das, was Mario am besten kann, rennen und springen. Ui, und da wollte ich eigentlich hin. Na gut, folgen wir die Spur der Münzen. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen abgefahrenen Blöcken erschlagen. Natürlich, ihr kennt das ja immer, der Anfang jedes Mario-Games ist erstmal ein bisschen einfacher. Da kann man jetzt nicht so viel sagen. Man muss ja erstmal reinkommen. Ich will erstmal wissen, was mich hier erwartet. Wie gesagt, allzu viel von dem Spiel habe ich noch nicht gesehen. Ui. Okay, stopp, da war ja was. Da lernen wir, dass Bowser-Blöcke zerstören kann. Davon habe ich schon gehört. Und dass wir dann quasi... Was muss ich das aufsammeln? Die Katzensonnen. Das habe ich soweit schon kapiert. Wir sammeln die Katzensonnen auf. Und damit Bowser, glaube ich, erstmal so ein bisschen verwirrt und blendet. Und der sagt dann so, oh nein, Licht, ich kann es nicht ertragen. Weil Bowser ist nicht nur sauer geworden, wahrscheinlich auch ein scheiß Vampir oder sowas. Oh nein, oh Gott, dieses Licht. Und Energiebalken geht runter. Ist aber schon ein gewisses Stückchen, was da runtergegangen ist als Energiebalken. Ich bin mal gespannt, wie oft wir das machen müssen. Sieht schon aus wie 10, 20 Mal. Und dann kommt vielleicht ein Endfight und wir besiegen Bowser. Das Ding soll angeblich einen Umfang haben von 12 Stunden oder so. Soll gar nicht mal so klein sein. 10 Stunden, 12 Stunden? Ja, warum nicht? Ich meine, ich gönne mir auch gerne nochmal Super Mario 3D World. Ne? War ein gutes Spiel. Nicht das beste Mario-Spiel aller Zeiten. Ist auch ein bisschen vergessen worden, muss ich sagen. Aber es ist ein gutes Spiel gewesen. Das gönne ich mir gerne nochmal. Gerne auch im Online-Multiplayer, falls den hat. Wenn es nur normalen Multiplayer hat, weiß ich auch nicht richtig. Aber Online-Multiplayer habe ich mir so ein bisschen ausgebildet, wenn der Max, der mir das Spiel hier zukommen lassen hat, der hat sich das Ding nämlich auch gekauft. Dadurch kam dieser kleine Zufall auch ein bisschen zustande, aber ihr Details. Wollen wir jetzt nicht in Details schwelgen, ne? Ich muss erstmal hier ein bisschen Sprung erstmal klarkommen. Erstmal wieder gucken wir uns hin, erstmal noch ein bisschen um. Scheint es mir nicht allzu viel zu geben. Außer, oh, können wir Möwen verschrecken. Meek, meek. Haben die kleine Katzenohren? Die Möwen haben kleine Katzenohren. Das sind die wirklich auf Cat Island, glaube ich. Aber ich finde es geil, wie Mario so einen kleinen Boost kriegt beim Rennen. Das ist wirklich aus 3D World, oder? Komme ich jetzt wieder hier? Ah! Okay. Ich kann auch, glaube ich, darüber kommen, ne? Die rundlinksten Sprungmechaniken bei Mario muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich habe so lange kein Mario mehr gezockt. Nach Odyssey. Nach Odyssey war erstmal eine Weile wieder, Mario gesättigt wieder. Ich habe an Galaxy erwartet, habe ein Odyssey gekriegt. Oh, ohne Probleme. Ich hätte mir das Rückgrat gebrochen, aber wie war es kein Problem. Hey, Little Bowser. Bowser Jr. Ja, du brauchst unsere Hilfe, ich weiß das. Können wir jetzt mal ganz kurz überspringen, interessiert mich nicht den Scheißdreck. Welche Story sich zusammenhält, er hilft uns jetzt erstmal. Er will einfach nur zeigen, dass Bowser
Wenig Hilfe, genau. Ich wollte wenig Hilfe. Ich habe einfach viel zu schnell gedrückt, aber ich wollte wirklich wenig Hilfe. Ja, zwei Spielermodus. Und ja, kann man machen. Im Prinzip. Nein, okay. Dann nimmt man Schaden. Nein, ich habe mein. Wow. Wow, ich habe gleich. Bin ich klein, gleich klein? Ich dachte, man flitt hier wieder durch. Durch Schaden kriegt man quasi Münzen abgezogen. So wie bei Super Mario 64 oder so. Schon ein bisschen ungewöhnlicher. Okay, dann brauche ich jetzt mal wieder einen Pilz hier. Das heißt, ich kann hier ja relativ gut verrecken. Einfach so mal in die schwarze Tinte reingelaufen und schon. Na, an den laufe ich nicht vorbei. Ich laufe einfach mitten rein. Yay, da ist er, der Pilz. Oder wir gucken es mal da hinten um. Gucken wir es erstmal da hinten um. Selbst die Fische haben Katzenohren. Ist ja völlig abgefahren. Das ist wirklich Cat Island hier. Also es gibt genug Leute, ich weiß zum Beispiel der Krischnack, der Katka und noch andere Katzenfans, die sich übel wohlfühlen. Wurf eine Gigaglocke mit Dinge haben wir noch einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, es ging so, wenn das Monster sich erhebt, die Gigaglocke ertönen oder so ähnlich. Ja, Maul halten. Wir müssen halt die Glocke schlagen. Damit Bowser lernt, ja, hier nicht weiter. Ich laufe erstmal in die Richtung. Das sieht mich gerade mehr als die andere Richtung. Klar geht es am Berg hoch, super interessant. Aber das sieht doch auch hier schön aus. Sind das Jump Pads? Ja, Jump Pads. Hui. Ah, es ist schon eine geile Mechanik. Stampfattacke. Ist alles noch ein bisschen Tutorial. Entschuldigen Sie, ich möchte das da haben. Was immer, es ist eine Katzenmünze. Was tut sie? Was tut die Katzenmünze? Oh, Bowser Jr. macht ja wirklich mit. Der tötet ja wirklich aktiv. Ich habe gedacht, der ist einfach nur so ein bisschen rumfliegen und sammelt was ein. Nee, der killt doch wirklich mit. Oh, Bumerangpflanze. Nimm mich. Mehr Damage. Ich habe die Musik ein bisschen leiser. Ich höre also nicht genau, was abgeht im Hintergrund. Aber es klingt schon nicht schlecht, das, was ich höre. Auch wenn es nicht besonders viel ist. Hui. Es macht schon Spaß, ne? Ist halt Mario, ne? Es gibt keinen Mario-Titel, der so wirklich abkackt. Muss man wirklich mal. Oh, ich wollte den Wechseljump machen, okay. Gibt's wirklich nicht, ne? Es gibt viele, viele Mario-Titel mittlerweile auf der Welt. Die Serie ist unglaublich groß. Ja, ist auch Nintendos zweiter erfolgreichste Marke. Erfolgreichste dürfte ja so gesehen immer noch die Taschenmonster sein. Immer noch Pokémon, ne? Also hat man jetzt auch wieder bei der Pokémon Direct gesehen. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Es ist einfach unfucking fassbar, ne? Da hat Zelda 35 Jahre Geburtstag, ne? Finde ich jetzt nicht den stärksten Geburtstag, den man haben kann. 35. Als Mensch freut man sich da erstens gar nicht. Und als Marke ist auch nicht so besonders. Ich meine, so 25 Jahre ist schon mal ein Riesenjubiläum. Also, war dahingestellt, ne? Aber, Zelda kriegt halt einfach gar... Ich hab verkackt. Zelda kriegt einfach mal gar nichts zum Geburtstag. Da haben sie irgendwas gesagt, im Sommer machen wir was, ne? Vielleicht kommt da wirklich was, ne? Aber, ey, die Pokémon direkt. Da werden erstmal einfach mal ein Remake von neuen Teilen angekündigt. Dann wird noch ein neuer Teil angekündigt. Dann machen die noch so einen super, mega aufwendigen Anfangstrailer. Der war wirklich mega geil. Muss man sagen, also jetzt mal rein aus Videoschaffenskunst war der Pokémon-Übersichtstrailer. Der war Hammer. Das hätte ich so niemals machen können. Also da sind meine Videoskills viel zu unfähig dafür. Und ich bilde mir ja schon ein, über die Jahre besser geworden zu sein. Ja, Pokémon hat einen ganz anderen Stand als Zelda momentan. Ne? Es ist definitiv erfolgreicher. Man merkt es auch in Japan, ist Zelda nicht so ganz so mega geil wie bei uns. Im Sinne von der Beliebtheit her. Aber man sieht zum Beispiel auch sowas wie Metroid. Metroid ist einer meiner Lieblings-Nintendo-Serien. Ne? Der guck mal, Samus hatte auch 25 Jahre Geburtstag. Da hat keine Sau gejuckt. Niemand, gar nicht. Da gab es nichts. Das wird absolut verwaist. Aber das ist sowieso so ein kleines Nintendo-Problem, dass andere Marken so ein bisschen liegen gelassen werden, nachdem andere Leute ihre Fingerchen abschlecken würden. Also nimm mal mal F-Zero, ne? Also, ja, oder Wave Race, oder... Ja, ich hör jetzt auf. Ja, ich tut mir leid. Ich hänge schon wieder zu sehr in der Vergangenheit fest. Jui, schön, dieser Leuchtturm möchte dir etwas ans Licht bringen. Das Licht deiner Katzen lässt klebrig dunkle Zeug verschwinden, das ist gut. Wenn manche Katzen ihn siegen, können die rein wenig schüchtern sein. Sollst du nicht fündig werden, sieht ihr euch auch mal auf andere Inseln um. Inseln mit Leuchtturm sind ein guter Standpunkt. Aber, ja, okay, mach ich. Aber es ist interessant, es fühlt sich arg open-worldig an, aber auf eine positive Art und Weise, weil ich kriege keinen riesen Falling-Damage. Normalerweise bei anderen Games wäre ich hier schon wieder... Hier muss ich glaube ich eine Mieze sein. Es gab doch auch so eine Miezenverwandlung hier, wo man auch eine Mieze sein kann. Ich meine, hier kann alles eine Katze sein, also warum nicht das? Bezwinge die Katzenbullies. Was denn für Katzenbullies? What? Bezwinge die Katzenbullies. Was sind Bullies? Na gut, Bullies sind diese komischen Viecher bei Mario, diese Stiere, ne? Ich glaube, ich muss da einfach rüber chatten, ne? Dann kann ich da die Rampe hochrennen. Nein, Bowser ist da. Ja, das haben wir so schon ein paar Mal angekündigt, dass Bowser dann irgendwann mal, ich überspringe mal ganz kurz, sauer wird und mit einem Laser rumballert und sagt, hier, Mario, leck mich fett, ich töte dich.
Aber guck mal, der macht mir hier gleich so eine Blöcke zum Hochklettern. Das ist doch... Wie zwei? Was passiert da? Warum kriege ich jedes Mal... Ach, wenn ich springe, verändert sich die Plattform. Stimmt! Einfaches Element. Okay. Kennt man. Komm mit den... wie komme ich da hoch? Oh, okay. War so nicht mit beabsichtigt. Das sind die Katzenbullys, sag ich doch. Na komm schon. Junge! Komm, hab ich wohl getroffen? Katzenbully tot? Ja, okay. Wahrscheinlich sind die nur ein heißes Bad. Die sind jetzt ganz erschöpft. Bei Mario tötet man ja nichts. Ist der jetzt mal weg hier? Haben viele Leute gesagt, dass sie das nervt, dieses Zufallselement, dass Bowser halt immer wieder auftritt. Es soll irgendwann richtig hart anfangen zu nerven. Kriegt davon noch nichts mit, aber wir lassen uns gerne überraschen. Eine Cutscene und wieder ein Leuchtturm. Muss ich da wieder rein? Ich bin immer ein bisschen unsicher. Ich glaube, da hinten ist aber noch hinter. Da ist noch irgendwas, da gehen wir noch hin. Aber ich hole mir erstmal noch das Fragezeichen. Mein Gott, das wäre eigentlich ein schönes Game für einen Livestream gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich streame viel zu selten, ne? Es ist wirklich unglaublich, wie selten ich momentan noch streame. Obwohl ich da Bock drauf habe, aber das ist dann auch immer so ein bisschen... Da muss die Vorbereitung passen. Da müssen die Leute Bock drauf haben und Zeit haben. Oder ich sollte einfach mehr spontan streamen. Auch möglich. Der Leuchtturm hat ein paar letzte Neuigkeiten. Wenn es lohnt sich, Münzen sammeln. Halt's doch Maul, Junge. Halt's doch Maul. Mehr Stream. Eine gute Möglichkeit. Muss ich mal wieder öfter machen. Sag ich jetzt einfach mal so. Sag ich mal jedes Jahr. Ich versuche jedes Jahr, mich an dieses Streaming zu gewöhnen. Aber deswegen bin ich auch nicht der typische Twitcher, ne? Also, ich mag Let's Plays aufnehmen. Die mache ich immer dann, wenn ich Zeit habe. Aber das ist dann immer so dermaßen spontan, wie ich Let's Plays aufnehme. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal den Tag in der Woche Zeit. Dann nehme ich mal Let's Plays auf und so weiter. Nee, ich schiebe ja den meisten Fokus tatsächlich auf, so Reviews und die ganzen Gedöns, da wo man ein bisschen mehr reinstecken muss, als einfach nur da zu sein. Aber, anyway. Genau, deswegen, Livestreams. Wenn mir manchmal ein bisschen... Wie komme ich denn da hin? Brauche ich da einen Hammer, Bruder? Warte mal, ich kann doch einfach... wie aktiviere ich denn das? Ja. Ich hätte gedacht, das funktioniert. Scheiße. Da brauche ich doch den Waschbären. Gibt es hier einen Waschbären? Das sieht aus wie das Waschbären-Symbol. Hey, ihr Miezis. Ja, okay, gehen wir halt auf den Turnierinsel. Habe ich gar kein Problem damit. Ach, ich habe eine Katze. Ich habe sie ins Wasser geschmissen. Oh mein Gott. Ja, aber Mario, der was mit durch die Gegend schleppt, ne? Sagen wir mal ehrlich, an Tieren. Das ging ja schon bei Super Mario 64 nicht besonders glimpflich gut aus. Ich sag nur, das Pinguin-Baby, ne? Lass den Leuchtturm strahlen. Machen wir doch gerne. Entschuldigen Sie, ich will gerne Waschbärenschwänzchen haben, damit ich gerne die kleinen Klötze kaputt machen kann. Guck mal, der Bowser sammelt wirklich für uns auf. Dummer Sklave. Warte mal, wir müssen zurück. Kann ich als Katze schwimmen? Darf ich das? Dann würde ich nämlich erstmal dieses Gitter da machen. Ui. Ja, ich kann als Katze schwimmen. Natürlich können Katzen schwimmen. Katzen schwimmen aber oder baden ungern, wenn man Gerüchten glauben soll. Was ist denn das jetzt? Willst du mich verarschen? Ah, okay. Ja, okay. Und runter. So, ich will jetzt, mach auf hier. Danke sehr. Ich will gerne da wieder... Katzenrakete war das. Katrakete. Da konnte man irgendwie so ein komisches Ding noch drehen. Das möchte ich erstmal machen. Aber es fühlt sich gut an. Es macht Spaß, hier alles zu erkunden. Vielleicht gibt es auch nochmal so eine Übersicht dann irgendwann mal, wo man schon was hatte und wo nicht. Das wäre super praktisch, weil ich verliere langsam jetzt schon den Überblick, wo ich war und wo nicht. Katzenschläge. So, sollen wir uns beeilen? Ja, ich höre eine Uhr im Hintergrund ticken. Mein Gott, Katze müsste man sein. Das ist echt krass, wie die Katzen klettern können. Habe ich jetzt letztens auf YouTube irgend so ein Video entdeckt. Oh, das ist ein Fragezeichen. Oder so ein Kanal aus dem Russischen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Bowser Junior auf der Kette. Das kann ich auch noch nicht. Okay, das machen wir gleich mal. Erstmal muss ich das Fieder töten. Dann ziehe ich euch gleich meine wirre Geschichte weiter. Bowser Junior! Oh Gott, ich muss erstmal. Ich muss pointen, ne? Bring ich doch einfach um. Okay, wo ist der Pointer? Da ist er. Und jetzt? Hallo? Ja, mach ich doch. Okay. Da gibt's einen Kanal, einen russischen. Keine Ahnung. Da hat eine einen Panther. Einfach ein Panther und ein Rottweiler und rennt mit denen durch den Schnee. Und die Raubkatze und der Rottweiler sich miteinander verstehen. Und die lieben sich gegenseitig. Das ist fantastisch anzusehen. Und
Ja, das ist, warum erzähle ich euch das? Weil dieses Vieh unglaublich gut klettern kann. Es ist unglaublich, der kletterte einfach einen Baum hoch mit ganz dünnen Ästen und denkst, der ist ganz schön groß, das müsste durchbrechen. Nee, die Katze weiß, was sie tut. Dieses schwarze Kätzchen weiß genau, was sie tut. Es ist faszinierend. So, falls euch wirklich nicht interessiert, denke ich mal, aber ich muss es gerade mal loswerden. Ich bin eher der Hundetyp, muss ich wirklich sagen. Ne? Ich liebe jedes Tier. So, Tiere sind super. Insekten manchmal schwierig, ne? Auch die kann man gerne haben. Aber Tiere sind an sich super geil. Und aber wenn ich mir die Wahl zwischen Hund und Katze habe, ist es bei mir tatsächlich der Hund. Da bin ich mehr wirklich so der Hundetyp. Aber just saying, das ist jetzt nicht ein großes Voting dazwischen. Beides flauschig, beides will man knuddeln, so einfach ist das. So, jetzt aber genug wieder, jetzt mal aufs Spiel konzentriert. Ich bin hier völlig absolut abwesend gewesen. Ey, Bowser Junior, hier mal was für mich. Hui. Lass den Leuchtturm strahlen. Erstmal holen wir uns das Bonuszeug hier. Und eine Feuerblume. Ist nicht so geil wie die Katze, zugegeben, ne? Aber, ja, wir nehmen dauernd Items hier. Das ist die Sache, die man auch kritisiert hat, die ich gelesen habe. Wo ich mir wirklich mal ein Review dazu. Kann ich hier eigentlich die geilen Drehsprünge machen? Weiß nicht wie bei Odyssey oder Galaxy, wo man so geil sich noch so drehen kann. Ich kann Sterne aufnehmen, aber warum sollte ich? Ja, warum nimmt man die Sterne nicht auf, ne? Halt, Idiot! Alter! Was kann ich hier töten? Ich kann eine Katze neben ihm trennen. Ja, keine Ahnung, für was der Stern jetzt da war. Ich habe ihn jetzt einfach mal genommen. Vielleicht werde ich das noch. Ah, okay. I see. Dafür ist der Stern da. Ja, die Leute haben kritisiert, dass man zu viele Items hat und dann quasi nicht wirklich sterben kann, wenn man immer irgendwas hat, was einen quasi den Arsch rettet. Kann sein. Aber, ja, ich meine, seien wir mal ehrlich. Mario stand jetzt noch nie wirklich. Oh, Bowser. Für einen hohen Schwierigkeitsgrad. Es gibt ein paar Level bei Mario, wo man sagen muss, what the fuck, da haben sie ganz schön Schwierigkeitsgrad rauskommen lassen, aber es sind da meistens eher so eine Bonusabschnitte. Wo ist der Pilz? Ihr wisst, was ich meine. Aber so richtig, dass Mario jemals, außer in seinen knallharten, achso, das war's schon, in seinen knallharten SNES-Zeiten für harten Schwierigkeitsgrad stand, gibt's eigentlich gar nicht. Ne? So, Super Mario World war das erste Spiel, was man ein bisschen sagen kann, war schon ein bisschen einfacher. Als jetzt alles, was davor war auf dem NES natürlich. Und Super Mario 64 war eine schöne Herausforderung, aber auch nicht wirklich schwer. Komm, hinten ist der Turm schon wieder zu. Okay, jetzt kommt Bowser. Aber ich will ja, dass er was kaputt macht. Ich will ja, dass er hier was kaputt... Das hier, guck mal, die Blöcke. Wo ist denn der Dicke hin? Burn me alive, Bowser! Warte mal, ich brauche mich einfach hier hinstellen. Doch mal, kaputt. Und Bowser Junior wird geröstet. Ach, der macht das gar nichts. Doch, der hat... Oh! Oh! Hey, du solltest das hier kaputt machen, du Blindniete, Alter. Das gib dir doch mal mir. Ja, nicht irgendwie mit Scheiße werfen. Komm, Junge. Junge! Mach nochmal den Superblast. Ja, ne? Spuckt er halt langweilig. Kann Bowser Junge den anmalen? Hier, mal den an. Hier, mal ihn an. Okay, jetzt kommt der Todesstrahl. Genki-Dama! Superkanone! Ja, wir haben was verloren, ist egal. Er hat's kaputt gemacht. Er hat's kaputt. Und ein Insignie! Katzensieg, zerstöre die Wutblöcke! Yay! Hat's gereicht, um hell zu machen? Ja, Bowser, jetzt gibt's hier ein bisschen Helligkeit in deine Fresse. In deine Fräse. Oh nein, ist mir zu hell. Mein Vampirismus. Oh nein. So, weg ist er. Aber springen. Die Sequenz muss ich mir nicht jedes Mal angucken. Du hörst eine Nachricht von der Giga-Glocke. Habe ich schon 5 Insignien wirklich gesammelt? Boah, es geht aber jetzt doch ein bisschen flotter, als ich gedacht habe. Hui! Das meine ich jetzt. Also, ich bin jetzt klein. Nicht klein. Ich bin jetzt normal Mario. Normalo Mario. Obwohl, müsste ich eigentlich der kleine Mario Normalo Mario sein? Ich kann jetzt jederzeit mir ein Item hier rein droppen lassen. Achso, okay. Das war ein längerer Block. Hallo? Um quasi, sagen wir mal ehrlich, noch ein bisschen Boost zu kriegen, ne? So, hier oben war aber noch irgendwas zu tun. Noch was? Ja, da muss ich hoch. Da muss ich hoch, das ist mein Auftrag. Und jetzt boosten wir mal eben hier durch. Hui! Ihr könnt mir... Okay. Ich wollte gerade sagen, gar nichts. Entschuldigen Sie bitte, Katzengumba. Katzengumba ist ja auch eine fantastische Idee.
Mit Goombas sind eigentlich Pilze und die sind mit Katzen kombiniert. Also gibt es sowas wie Katzenpilze. Schmecken die dann nach Whiskers? Ich keine Ahnung. Wie stellt man sich das? Wie schmeckt Katze? Alles nein, ich erkläre schon das Thema. Tut mir leid. Aber vielleicht Katzenbesitzer, wenn sie Katze kuscheln oder so. Vielleicht so ein bisschen Katzengeschmack mit drin. Und dann sagen die, haarig. Katze schmeckt haarig. Ist nur so eine Theorie. Ach Gott, da ist noch hier so eine Halbinsignie. Die möchte ich noch mitnehmen. Ja, der Leuchtturm will mir irgendwas sagen. Da kletter ich jetzt aber nicht hoch. Weil ich scheiß drauf, was mir der Leuchtturm sagen will. Wir haben auch eine Map irgendwo, ne? Die gucke ich mir auch gleich mal. Aber was ich jetzt brauche ist... Das war nicht das, was ich gebraucht habe. Nein! Katzen Mario! Wie kannst du? Die Insignien, wir brauchen sie. Ach, ich bin hier hinten wieder rausgekommen. Ach, guck mal an. Wir sammeln quasi Katzenmagen. Ja, ich will jetzt quasi... Andere Richtung. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Insignien. Ja, ich muss da nochmal hoch. Hilft dir nichts. Können wir auch direkt hier... Ne, können wir nicht. Aber wie weit kann denn die olle Katze klettern? Ist ja unfassbar. Mit ihren kleinen Krallen, die Mario-Katze. Da haben wir noch eine. Nein, Mario, nein. Don't do that. Speedy. Ja, haben wir noch. Aber es muss ja noch jetzt oben eine sein, ne? Also diese kleinen Katzendinger aufzusammeln, das motiviert schon ein bisschen stark, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber... Ja, es fühlt sich besser. Es fühlt sich, also für mich, ich habe jetzt schon mehr Spaß als bei Odyssey, muss ich sagen. Obwohl es auch natürlich auch kein schlechtes Spiel war, ne? Also sind wir uns alle einig. Aber Odyssey war halt nicht ganz so meins. Aber immer noch ein geiles Spiel, weil Mario-Spiele sind generell alle geil. Ja, 5, wir haben eine neue Insignie. Jetzt nicht runterfallen. Ich muss da hinten weiter. Fall nicht runter und es passiert, der Leuchtturm ist noch stärker. Yay, es leuchtet noch mehr. Machen wir jetzt Bowser überhaupt noch mehr Schaden, oder? Ich meine, eigentlich müsste ich den Siegen ja jedes Mal einsammeln, wenn er kommt. Bin verwirrt. So, schwarze Glocke. Ich mache ein paar Katzenhiebe. Ja. Strand, Giga, Glocke. Und jetzt? Falsche Seite oder was? Entschuldigen Sie bitte. Bin ich an der falschen Glocke? Karte? Nein, zwei Spielermodus, Karte. Ne, das ist ja... Guck mal, hier gibt's noch was. Ja? Ja, krieg ich wieder Schaden. Das war klar. Ja, ich gehe erstmal da oben lang. Da war ich noch nicht. Bowser kommt schon wieder. Der hat schon wieder winkt. Wieder richtig Bock hat er. Springe hoch und schnell. Ja, ich muss erstmal... Alter, beeinflusst mich der Wind oder bin ich einfach nur blöd? Wahrscheinlich bin ich einfach nur blöd. Da müssen wir hin! Jetzt müssen wir schnell und hoch springen. Schnell und hoch. Und hui. Bye. Aber die Derchi. Na, Mario. Okay. Ja, warte mal. Jetzt kommt die Glocke. Jetzt haben wir die Fünferglocke. Und die läutet. Die Katzenglocke. Ah, oh, ist die niedlich, ne? Gibt's jetzt eins auf Bowser seinen Sack? Nee, ich habe nur noch ein paar Sekunden. Den holen wir uns doch trotzdem, haben wir kein Problem damit. Yay, gegen die Zeit, springen hoch und schnell haben wir gemacht und haben wir beide Insignien dieser Gegend quasi für uns ergattert. Shiny hell. Ui, schön. Und Bowser kriegt schon wieder an, nein, ich krieg Schaden durch Licht. Licht ist so mächtig. Ja, der Licht, Licht ist mächtig, ne? So, ja, überspringen. Das war's mit der Katzenglocke. Das war jetzt der große Effekt, was habe ich davon gehabt? Außer, dass die kurz mal geschallert hat. Entschuldigen Sie bitte, da ist eine versteckte Katzenindikator, die hätte ich gerne. Schön, aber dass das auch angezeigt wird. Aber es gibt doch ein bisschen mehr zu suchen hier, um alles zu finden, ne? Ich weiß nicht, ob 100% natürlich notwendig sind oder nur so lustig, also dass man es hat. Ich möchte einen Tipp für dich, du kannst Wut strahlen, indem du... Ja, Maul. Maul. Ich wollte eigentlich durch diesen Ring da. Und da oben ist... Alter, wie komme ich denn da hoch? Wie? Ich sehe nicht mal einen Ansatz, eine Möglichkeit, wie das gehen soll. Aber ich sehe da hinten noch eine geheime Insignie. Dann gehen wir da mal weiter hin. Aber das hat viel Zeug hier, was ich ganz noch nicht so wirklich raffe, muss ich zugeben, wie man an gewisse Orte kommen kann. Das haben wir schon gemacht. Wasserbombe!
Ja, das sind ja atemberaubende Möglichkeiten, hier lang zu gehen. Und alles kann man hier entdecken. Also ich find's geil, es fühlt sich schön, ich sag mal, so ein bisschen, war ich hier nicht schon mal? Klar, hier war ich schon mal. Habe ich halt nur einfach so übersehen. Es fühlt sich schön an, dass es zum Erkunden einlädt, muss man wirklich so sagen. Genau, umsehen, ist wichtig. Nix mehr. Müssen wir weiter hoch, also da ist die Insignie. Da brauchen wir aber eine Miezekatze, oder? Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gerne eine Miezekatzenverwandlung. Ach, Bowser Junior schmeißt mir das Zeug hoch. Ja, das ist ein würdiger Sklave. So, jetzt haben wir das. Aber... Habe ich die hier vorher auch klein gemacht? Ja, wird schon. Bumerang-Verwandlung! Wow! Das war knapp. Haben die sich selber getötet? Warum hast du eigentlich auch Katzenohren? Warum hat hier jeder Katzenohren? Das ist so ein Modetrend hier auf der Insel. Ich glaube, es ist wirklich nur ein Modetrend. Das sind keine Katzenmenschen oder Katzenmöwen. Das ist einfach nur Fashion. Die sind einfach nur Fashion bewundert. Warte mal. Gibt's da auch was? Ich muss mich umsehen. Da hinten gibt's was! Ich seh's! Mann, gebe mir meine Katzenverwandlung wieder zurück. Bowser Junior, gebe mir meine Katze. Ja, danke sehr. Ach, guckt euch das. Nein, halt. Nein, du Sprallo. Okay, ich hab's selbst versaut. Ich geb's zu. Ich komme da nicht mehr hin, ne? Ich bin zu Blade! Mieze! Okay, jetzt wollen wir mal gucken, wie krass du schnell hochklettern kannst. Okay, ja, ich hab's gerafft. Ich hab's verkackt. Kann ich hier wenigstens nochmal? Ne, kann ich nur da. Ach man, es ist so viel Geheimnis hier. Ich will das jetzt kriegen, da bin ich eigen. Weil das ist das Letzte, was mir fehlt, um nochmal... Ui, Digga, Boost. Was zu kriegen? An tollen Zeug. Ja, booste mich. Hätte ich das vielleicht in den Bumerang machen sollen? Ich bin immer ein bisschen... Also in diese... Ich bin in der Luftsprünge. Ja, die fallen mir nicht ganz leicht bei den Game gerade. Ach, guck, ja, das ist gleich eine Plattform. Aber wir haben 5 zusammen! Und kriegen gleich die Insignie. Aber haben wir jetzt einen neuen Weg aufgemacht? Ich bin immer noch ein bisschen unsicher. Da ist ein Leuchtturm, der ist noch nicht. Der muss noch. Der ist noch nicht ganz entleuchtet. Vielleicht ist das... Da machen wir den Leuchtturm noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit für diese... Oh, Katzenrakete! Ich habe ein bisschen Zeit für diese Aufnahme, dann würde ich dir jetzt gerne mal das anvisieren. Wir haben noch einen Ort, den Bowser öffnen kann. Oh, da wird nichts weiter sein, denke ich mal. Schwimm, 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 kleine Katze. Schwimm, schwimm. Genau, dahin. Da ist auch noch ein Leuchtturm. Oh, wir haben noch mehrere Leuchttürme, die zu sind. Ich laufe erstmal zu denen da hinten. Da war ich aber schon. Irgendwas habe ich hier gewaltig übersehen. Nee, ich mache erstmal den. Der interessiert mich jetzt mehr. Weil Bowser kommt gleich, dann könnte ich auch einen kleinen Boost kriegen wieder. Durch seine tödliche Art. Jagd auf blaue Münzen. Ah, okay, der blaue Münzenschalter. Ich hab's gerafft. Machen wir. Ja, Bowser, beruhig dich doch mal. Guck mal, die komische Glocke macht das gleich wieder. Schönes Geläut. Aber was hat man davon? Was passiert da? Läutet die denn einfach nur weg, dass ich jetzt hier sicher bin? Aber es ist ja Quatsch, man braucht ihn doch. Okay, ich sehe doppelt und dreifach. Okay. Nee, nicht geschafft. Okay, aber gerafft. Okay. Wir möchten erstmal den blauen Schalter wieder aktivieren. Wie viel müssen wir machen, die blauen Münzen? Okay, wir müssen erstmal hier. Oh nein, das wollte ich nicht. Genau. Oh nein, das wollte ich nicht. Katastrophe, Alter. Was bin ich denn so weinerlich jetzt? Nein! Boah. Bowser, lass doch mal den Scheiß. Ist ja jetzt gut. Okay, wir machen es anders. Wir holen uns jetzt noch... Geht's noch? Wir machen das jetzt einfach ohne Katzenkostüm. Wenn wir mega krass sind, kriegen wir es nämlich auch ohne Katzenkostüme. Ja, wir sind nämlich clever. Wir wissen daher genau, was wir tun müssen. Wo sind die anderen blauen Münzen? Hä? Da! Ja, wir haben's! Nee, wir haben's noch nicht. Alter, das ist... Vorhin habe ich doch gesagt, das ist alles super einfach! Ich hätte gern einen Pilz, Mademoiselle. Vorhin noch ein Gerät, das ist alles ganz einfach, da war gar kein Problem damit.
Ich glaube, der Bumerang-Dude könnte ihr helfen, oder? Hätte ich natürlich vorher den Pilz nicht nehmen müssen, ne? Ja, klar, okay. Bumerang-Dude hilft uns jetzt. Möchte ich jetzt nur... Okay, ich hab's verkackt. Ja, ich hab's verkackt, ich hab's kapiert! Ja, nun lauf aus. Ah, Leute. Okay, erstmal gucken. Folgetheorie. Ja, ich kann damit Münzen aufsammeln. Das macht sie mich um einiges einfacher, würde ich sagen. Wenn man denn trifft. Und sich nicht so sehr auf die Bumerang. Ja! Oh. Erst doch sagen, ist alles pipi einfach und dann so auf den Sack kriegen, ist unfassbar. Ich bin schon mal gespannt, was neue Gebiet freischalten soll. Das habe ich gesagt, das hätte ich ehrlich gesagt noch vor, würde ich sagen. Bäm! Boom! Wer Zauber! Im Endeffekt hat Bowser Junior sowieso alles verkackt und hat aus Versehen irgendeine Todesfarbe benutzt und alle sterben und was weiß ich. Na, guck mal, der Leuchtturm hat da auch so 3 Stufen, 2 Insignien haben wir? Oder wirkt das nur so? Ja, egal. Wir müssen uns erstmal um den Leuchtturmfreund da kümmern. Das machen wir als nächstes. Und da war ich mal gespannt, was mich da erwartet. Da habe ich gedacht, da habe ich eigentlich schon alles. Die Insignien, die müsste ich da auch schon haben, unten drin. Ne? Oh, ein Panzer! Können wir Panzersurfen machen? Können wir Panzersurfen machen? Oh, das wäre so fantastisch. Bitte lass uns Panzersurfen machen. Nee, schade. Was? Wutschatten am Strand? Was will der von mir? In einen Panzer zurückziehen. Ach Gott, Panzer, das ist ja fast noch besser als Panzersurfen. Nee, Panzersurfen damals geil, bei Super Mario 64 gab's die. Ja, ich wollte gar nicht mehr. Ey, gab's die geile Mucke dazu auch noch? Die übelst geile Mucke. Aber was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt mit Wutschatten am Strand? Was soll das bedeuten? Ach, halt, ich raff's. Hör auf! Ich raff's wirklich. Da waren noch diese kleinen Dinger, die ich vorhin gesagt habe, die müssten wir auch mal in die kleinen Kästchen. Da habe ich mich gewundert, wie die gingen. Aber waren die nicht... War nicht beim anderen Ding? Gleich mal gucken. Die kleinen Ziegelkästchen. Nee, ich glaube, die waren bei der anderen Seite. Okay, was sind Wutschatten am Strand? Was will das Spiel von mir? Strand ist klar. Schatten? Schwierig. Wut... Also Wut habe ich... Was ist das da? Was zur Hölle ist das? Ist das ein Todes-Roadblock? Ich glaube, das ist die Mission. Ah! Todes-Luigi? Okay. 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 Was zur Hölle? Was soll ich hier tun? Ich soll Luigi töten. Na, ist gar kein Problem für mich. Oder muss das der Bowser Junior machen? Kann ich mit Katzen abwerfen? Komm, friss Katze! Ich kann mit einer Katze abwerfen, das ist ja fantastisch. Das beste Spiel aller Zeiten. Wie eine verwirrte Katzenfrau aus Simpson. Schön mit einer Katze abwerfen. Nee, ich kann auch einfach so treffen. What the fuck, Alter? Leute, ich habe gerade Luigi, also bösen Luigi mit Katzen abgeworfen. Was ist mit der Mario-Welt los? Hier stimmt doch was nicht. Da ist schon wieder der nächste Leuchtturm. Aber ihr seht auch, da kommen auch Insignien. Jetzt habe ich 4 von 5. Also ist irgendwo noch eine geheime Insignie. Maul, Junge. Aber mein Tagesziel habe ich jetzt eigentlich ja... Okay! This escalate quickly. Aber jetzt kommt noch wieder die Glocke. Also ganz drauf natürlich nicht. Also, muss ich sagen. Aber ich komme bestimmt noch drauf. Es ist halt keine höhere Mathematik oder so, ne? Böse Katzen! Böse Miezen! Böse Miezen? Entschuldigen Sie, ich muss mich zurückziehen. Sind die Miezen böse? Ist das nicht ganz öne? Ja, Flip... Oh, doch, der trifft. Nö, nicht gibt. Also ich wurde irgendwie, aber... Vielleicht muss ich ja jetzt zum Katzenblock. Ihr wisst schon, zur Katzenglocke. Vielleicht muss ich genau jetzt läuten. Bam, bam, bam. Oh, ich liebe Panzersturm. Aber hier ist noch was drin. Okay, es war unnötig. Muss ich jetzt die Katzenglocke läuten? Ist es das, was ich jetzt tun will? Will das Spiel von mir? Ich muss die Katzenglocke... Ja, ja, ja. Super Saiyajin, Katzen-Mario. Das habe ich im Trailer gesehen. Das ist das, was ich tun sollte. Ich habe die ganze Zeit gerafft, was wollt ihr eigentlich von mir? Deswegen die 5, ich habe einfach viel zu viel Insignien. Gibt es jetzt einen Endfight? Gibt es jetzt ihr Kaijo-Match? Übrigens, Godzilla vs. King Kong. Der Film soll kommen. Es soll tatsächlich einen Sieger geben zwischen beiden. Und Godzilla ist der Böse. Ich scheiße aber drauf, ich will Godzilla gewinnen sehen. Keiner mag diesen großen Affen. Godzilla ist 3-mal geiler. Ist echt immer so.
Was muss ich? Okay, ich kann. Okay, das war leider ein bisschen kurz gedacht. Aber ich habe ein bisschen Schaden mitgegeben durch pures Anspringen. Ah, okay, ich war. Ich habe die Panzerung geknackt. Aber ich glaube, das wird kein gutes Match geben für mich. Ich kann auch keine Pilze hier zur Höhe holen. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass der eine Flunschattacke macht. Kann es sein, dass der mich. Ja! Genau, du Arsch! Damit war jetzt. Was? Eine Münze? Oh, ich habe eine Münze verloren. Eine. Damit war jetzt irgendwie nicht zu rechnen. Also mit dem Superstrahl schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt machen wir es normal hier. Wir springen. Jetzt wissen wir, wie es geht. Also, wir können geduldig noch ein paar mit den Pfoten ins Gesicht donnern. Aber wir können auch einfach mal abwarten, bis er seine Attacken macht und den ausweichen. Aber es hat sich ein bisschen sehr schwer für dich angefühlt. So als Riesen-Mario. Aber soll es wahrscheinlich auch sein. Ja, überspringen. Komm, Digga. Zeig, was du kannst. Es fühlt sich mega schwerfällig an. Und die Kamera macht nicht das, was man soll. Hier würde man beim Endboss-Kampf, sollte man zumindest probieren, anvisieren zu können. Das war schön. Ja, es wäre wirklich geil, anvisieren zu können. Stampfattacke in deinen Arsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Schön noch ein paar Fury-Schläge gemacht. Ja, die Kamera ist echt belastend hier. Das hätte doch Nintendo merken müssen, dass die Kamera übel slaggy ist hier. Ja, macht deinen Todesstrahl. Spreng am besten die ganze Küste, aber geh mir nicht auf den Sack. Slaggy Pfoten! Ja, der blockt das jetzt mittlerweile. Oh, es fühlt sich cool an. Kamera mega kacke, muss man echt so sagen. Aber es fühlt sich gut an, das Spiel. Panzerknacker! Ja, Fatty McFatbowser. Wir hätten das bei Smash auch ganz wie Gentleman klären können, ne? Aber du musst ja die Methode anvisieren, ne? Du musst das wollen. Und Spiel durchgespielt! Bowser platzt wie eine fette Kröte. Alter, Bowser platzt wirklich wie eine fette Kröte. Ja, ich denke, jetzt wird ein neues Island frei werden. Yay, Sonne strahlt! Und es gibt einen gezackten Katzenregenbogen. Nintendo, ihr Verrückten! Ohne Scheiß. Und unten grinst uns 8-Bit-böse Bowser an. Ist Bowser nicht von per se her böse? Ah, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich glaube, wir können jetzt weiter schwimmen. Da hinten gibt es so ein kleines Katzen-Island. Und die müssen gar nicht schwimmen. Da werden noch ein paar Inseln rausgeholt. Diesmal Schnee-Island. Okay, interessant. Und Windmühlen. Also wie die Niederlande im Winter. Ach, der Saurier, den gab es ja auch noch. Ja komm, das gönnen wir uns noch. Es scheint, Herr Bowser hier nur noch mehr zu sagen. Ja, Seelen gesungen, Katzensiedchen, bla, es ist Mario und Story. Leute, verarschen kann ich mich alleine. Ja, du bist da, du bist da, du bist hier, Inselglocke, Maul halten. Hat noch mehr zu sagen. Ich hab was Wichtiges vergessen, wenn die Verleihfrequenz war, um die Karte aufzurufen. Ja, Maul. Ich will wenigstens noch den Saurier ausprobieren, bevor ich das Let's Play beende. Es soll nur ein kleiner Einblick sein. Oh, ja, schwimm, zu dir rüber, wie ein Sieger. Ach so, ich hätte springen müssen, ja. Ach so, ich kann die auch einfach... Entschuldigen Sie bitte. Okay, ich hab versagt. Ja, aber es sind halt Zusatzmünzen. Who the fuck cares, sag ich mal ehrlich, das ist Mario. Mario ist, also wenn der ist wirklich Münzenmilliardär. Absteigen. Nee, ich will erstmal die Gegend hier ruinieren. Erstmal schön. Hier muss nicht abgestiegen werden. Hier muss erstmal alles kaputt gemacht werden. Jeder Baum, keiner braucht Bomben. Scheiß auf die Umwelt. Tiere müssen getötet werden. Ja, reiß alles ein. Oh, guter Saurier, böser Saurier. Kann ich dich da drinnen parken, damit du nicht weiter auf den Sack gehst? Ach ne, ach guck mal, komm, wollen wir machen. Okay, das wollte er nicht. Ah, okay. An dieser wunderschönen Stelle, auf dieser wunderschönen Insel hier, möchte ich mich für heute von euch verabschieden mit Bowser's Fury. Road. Nein, ich höre jetzt auf. Danke fürs Reinschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde das Ding garantiert weiterzocken. Es macht wirklich sehr viel Spaß, mal hinzugehen. Ist wieder so ein Back to the Roots Mario für mich, vom Gefühl her, also zu den Marios, die mir gefallen haben. Außerdem kann man schön mit der Faust hier jemanden ins Gesicht treten. Also Leute, bis die Tage und ciao.